ESK ist ein Traditionsverein. Man weiß, in Graz ist es schwierig, einen Verein überhaupt aufrechtzuerhalten. Deswegen sind die Spieler des ESK Graz auch tätig, ohne dass sie auch nur irgendetwas dafür bezahlt bekommen. Du als Trainer hast dich auch entschlossen, beim ESK tätig zu sein, auch unentgeltlich hier sozusagen tätig zu sein. Was sind da deine Beweggründe? Ja, also die, was mich kennen, wissen eh, dass ich eigentlich die komplette Jugend beim ESK verbraucht habe und da beim ESK in die Kampfmannschaft gekommen bin. Und ja, das ist einfach mein Herzensverein und wie ich gefragt worden bin, ob ich das Amt von Philipp Hetzl übernehme, war es eigentlich für mich relativ schnell klar, dass ich das mache. Muss mich aber auch bei meinem Co-Trainer, beim Thomas Hausen, bedanken, weil es einfach sehr gut zusammenspielt mit uns beiden, obwohl er ein bisschen im Hintergrund tätig ist, macht da sehr, sehr gute Arbeit. Und ja, ich glaube, wir wollen das Herzblut sozusagen und ja, den Einsatz und die Leidenschaft, die wir draußen geben, weitervermitteln. Und ich sage, es ist uns sehr, sehr oft in der Saison gelungen. Ja. Super, herzlichen Dank. Alles Gute noch für die Zukunft und Gratulation zu der Leistung. Danke.